Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um Jane Greatvault und wir wollen einmal gucken, ob ich da ein bisschen Loot rausziehen kann. Diesmal stellen wir mal auf Wildheit. Ich hoffe, ich bekomme ein DD-Trinket, das ich schon ja, länger auf dem Schirm habe. Beziehungsweise ich würde natürlich auch das ein oder andere Upgrade mitnehmen. Unter anderem meine 252er Waffe wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ich war letzte Woche nicht ganz so fleißig tatsächlich. Ich war nur eine M+ Inni, aber dafür die eine, die ich gebraucht habe. Und zwar waren wir noch die Spitzen des Aufstiegs. Jetzt haben wir hier die ganzen 20er In-Time fertig und damit auch, wo ist es denn drin? Ich glaube bei Dungeons, seht ihr, die ganzen Heldentaten haben wir und auch damit auch die Ports müssten wir am Start. Warte, wo waren die? Ach, die waren hier drin, ne? Irgendwo hier waren die Ports auf jeden Fall drin. Hier, seht ihr, da haben wir jetzt quasi alle 8 Stück. Und ja, ich würde sagen, dafür kriege ich jetzt auch hoffentlich ein gutes Item. Das können wir mal ausblenden, das brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Und Waffe oder Trinket? Ich krieg halt eine Hose, die nicht mal Maß Verse drauf hat. Mir gut. Ich bin halt echt am Überlegen, ne? Das brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist 86 Gold. Warte mal, was habe ich denn für eine Auswechselhose an? Ich habe eine an mit Mastery Crit. Ja gut. Die ist halt mit Mastery Tempo. Was kriege ich denn da von den Abzeichen? Das ist ja auch minimal, ne? Ich müsste mal kurz gucken gehen. Also die Hose, die ist halt nicht gut. Aber von den Abzeichen kriege ich halt auch nur Mist, ne? Anima kann ich mir da holen. Stygia. Seelenasche. Ja, okay. Katalogisierte Forschung gibt es auch noch im Angebot oder Quartierkristall. Wisst ihr was? Wir nehmen die komische Hose und schmeißen sie auf die Bank. Vielleicht kann ich sie mal für irgendeinen anderen Speck benutzen. Gut ist es sicher nicht, ne? Schauen wir mal, was wir für einen Key bekommen. Ah, hä, ich habe die noch für Transmog gebraucht. Okay, sehr gut, dass ich die genommen habe. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Okay, anscheinend habe ich die noch für irgendeinen zweiten Transmog gebraucht. Dann haben wir sie tatsächlich doch brauchen können. Jetzt haben wir bekommen die blutigen Tiefen. Und ja, die Hose, weiß ich nicht, die können wir vielleicht mal irgendwo auf die Bank packen. Also das war auf jeden Fall eine Nullnummer. Und ja, für nächste Woche muss ich mir dann überlegen, was ich dann mache, ob ich schon mit PvP so langsam mal durchstarte oder ob wir noch ein bisschen im Plus machen, um das Gear einen Ticken noch zu verbessern. Ja, mal gucken. Und ja, damit ist es eigentlich auch schon durch das kleine Opening. Viel gab es tatsächlich nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.